Hier ist auf jeden Fall irgendwas zu entdecken. Ich glaube, Lara will einfach nur den Kampf herauszögern. Die sagt sich auch, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich zögere das jetzt einfach mal heraus. Ich klicke jetzt einfach mal wie wild hier durch. Ich zoome mal ein bisschen out. So, ein bisschen raus, meine ich. Jetzt find doch was. Ach, sonst ist mir das jetzt egal. Na los. Lara? Ich kann doch nicht sein. Du bist doch nicht blind. Du bist nur ein bisschen traumatisiert, mehr nicht. Aber ist ja was. Tschüss. So. Nee. Oder? Hier liegt wie untersuchen. Oh nee, jetzt kommt. Dann lass das sein. Wir machen jetzt weiter. Wo bist du? Ah, da. Da habe ich ihn gerade. Ich versuche auch mal, Maschinengewehr ist nicht so treffsicher, ja? Pistole ist, glaube ich, hier am besten. Boah, ich gucke nur einmal raus und schon kriege ich mega viel Schaden. Ach, ich sehe auch nicht deren Köpfe, nix sehe ich. Ich habe eine andere Idee. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen weiter weg, sodass sie mich nicht von links und rechts abschießen können. Gib mal hier. Oh, da unten ist auf jeden Fall schon mal einer. Tschüss! Da ist auch noch einer. Und rüber da. Oh nein, wir. Oh nein, nicht auf dem Boden. Obwohl. Ah, obwohl. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt erledigen wir den da hinten. Ah, von was werde ich angegriffen? Da ist noch einer hinter mir. Wie hinterhältig ist das denn? Oh, war das jetzt knapp. Was? Oh nein, Wölfe. Och nein, wie, ich werde jetzt vom Wolf getötet, ey. Noch ein Treffer und ich bin tot. Stirb, stirb, stirb. Wo ist der? Ich sehe nichts. Nein. Wo ist der? Ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe gar nichts. Warte mal, warte mal. Da ist er. Und ich bin... Nein, ich bin nicht tot. Wo ist der? Und ich bin tot. Ja. Ey, als ob sich die Wölfe mit denen verbünden würden. Ich sage ja, heute ist echt... Heute ist der Todestag. Von Roth und von Lara. Die einfach mal hier zum 50. Mal krepiert ist. Ja, ich könnte jetzt einfach drauf. Ich möchte jetzt auch einfach drauf mit dem Maschinengewehr, aber ich versuche jetzt mal komplett unentdeckt durchzukommen. So, jetzt machen wir dich erstmal weg. Oh nein. Ist das dein Ernst? Ist das dein... Ist nicht dein Ernst. Ich habe gerade gesagt, ich versuche unentdeckt zu bleiben. Erster Schuss. Ich wurde entdeckt. Heute ist echt... Ja, tötet mich. Ja, okay, ist tot. Ja. Alter. Alter. Oh. Oh, ja, ja. Schlimmste Kämpfe überhaupt, ey, heute. Ich darf mich nicht... Ich darf mich nicht... Ich darf mich nicht... Verstehst du? So. Ja, ich darf den nicht abschießen, sonst ruft er Verstärkung, obwohl er tot ist. War sicher auch ein Kollege von dem, aber trotzdem. Ach, weil ich geschossen habe, glaube ich. Ich habe mit einer Pistole geschossen. Ach ja, okay, okay. Nee, dann war es total meine Schuld. Ich habe mit einer Pistole geschossen. Wie doof muss man sein, ohne Schalldämpfer Pistole zu schießen und dabei unbemerkt zu bleiben. Ja, okay, okay, da gebe ich total zu. So, ich nehme jetzt einen nach dem anderen hier. Und ich schieße daneben. Okay. Ist gar nicht mal so schlimm.
merke ich mir mal. Ist gar nicht mal so schlimm, wenn wir mit dem Pfeil daneben schießen. Das interessiert denen nämlich nicht. Die denken dann nur, huch, was war denn das? Auch ganz komisch ist, sobald ich Alarm gebe, kommen Wölfe. Sobald die Banditen Alarm geben. Die Solari, so nennen sie sich ja. Die geben ja dann Alarm und dann kommen die Wölfe. Gehören die Wölfe wirklich zu denen? Ich weiß es gerade nicht. Hier war ein Wolf. Hier sind wir auch gestorben. Nur wegen dem. Ja, okay, wir wurden abgeschossen, aber war auch einfach zu heftig. Man darf sich, glaube ich, hier echt nicht... Ganz ruhig, Bruder. Ja, warte, warte. Du darfst dich... Das. Wer redet hier? Mach mich nicht nervös. Mensch. Ho. Was ist für eine schreckliche Melodie? Oh nein, guck mal. Was ist das denn? Hier liegt einfach mal ein angeknapperter Hirsch. Was hat das zu bedeuten? Dann noch so gruselige Musik. Ganz leise, das hört man nicht. Also hört man kaum. Da hinten. Ah, warte, warte, warte. Die schalte ich auch noch aus. Aber ich will jetzt unbedingt unbemerkt bleiben. Weil die echt... Oh! Einfach fast unbesiegbar für mich sind. Oh, und der kommt eiskalt jetzt hier hin. Oh nein, das schaffe ich nicht. Oh. Und ich habe es geschafft. Nein. Der leuchtet hier durch. Der hört mich, glaube ich. Okay, und was? Tschüss! Da oben ist auch noch einer. Aber das ist mir zu weit weg. Ich gehe jetzt auf Vorsicht. Und mache jetzt auch nicht von den Bäumen aus irgendwie. Attacke oder so. Sondern. Ich nehme jetzt hier die Schleichwege. Ah, und finde sogar noch einen Pilz. Und erledige die dann einen nach dem anderen. Da ist einer. Und der kommt auf einmal geradewegs auf uns zu. Down. Nein, er geht jetzt zu ihm. Dann habe ich ein Problem. Bitte jetzt keine Meldung geben. Okay. Was ist das hier? Ist wieder weiter irgendwas abgestürzt. Der ganze Wald einfach mal voll mit diesen Leuten. Halt, darauf schieße ich jetzt nicht. Da ist noch einer. Das sind mehrere. Boah, hier ist ja das Lager von denen oder was? Bitte, bitte keine Meldung. Nein. 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 Nein, bitte nicht sterben. Komm, bitte nicht. Bitte nicht. Spring. Spring. Ach. Ach, Mann. Ja, ein Checkpoint. Oh, ein Checkpoint. Oh. Danke, ey. Danke. Den nehme ich total gerne an. Ist hier eiskalt ein Checkpoint. Ich glaube, das war auch ganz am Anfang falsch, dass ich nach oben gegangen bin und von oben irgendwie angegriffen habe. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Ich denke mal schon, dass es hier mehrere Möglichkeiten gibt, voranzukommen. Oh, ist da ein Checkpoint. Oh, und ich hole die Waffe raus. Ich bin auch verrückt. Jetzt kommt da hinten noch einer. Oh, und getroffen. Natürlich getroffen. Als ob ich es anders erwartet hätte. Oh, der steht einfach mal direkt vor mir. Na du? Ja, komm ruhig noch. Ja, jetzt. So. Steht genau mit dem Kopf hinterm Baum. Da oben sind zwei, drei. Da oben. Oh. Da oben sind drei Stück. Weißt du was? Ich lasse die. Die sahen mir auch aus mit Maschinengewehre und mit Panzerung. Danach sah mir das aus. Wo muss ich denn hin? Ich muss da oben hin. Ist nicht dein Ernst. Da, wo die drei Leute stehen. Kopfschuss. Nein. Nein. Oh, ich dachte gerade, hat es jemand entdeckt? Nein! Da kommt einer.
Nein. Verdammt. Ich glaube, er ist tot. Nein. Ich bin total nervös. Habt ihr gehört? Er sagte, oh nein, ich glaube, er ist tot. Er hat es bemerkt. Oh. Das war kein Kopfschuss. Ich glaube, damit haben wir auch die Schwachen alle erledigt. Ja. Ich guck nochmal durch. Ich glaube, die Schwachen haben wir damit erledigt. Jetzt haben wir gleich das Problem mit denen da oben. Ich glaube aber, wir haben wieder einen Checkpoint. Okay. Aber es ist wirklich so dunkel. Das ist. Ich mag es sowieso nicht. Wenn hier so dunkel rumläuft. Und wir können, dürfen wieder schnelle Reise benutzen. Yay! Die wir auch schon so oft benutzt haben. Schauen wir mal, wie wir da oben besiegen. Ja, noch ein Hütchen. Mit Pfeilen. Und einer Tür, die wir, glaube ich, rausziehen können. Hoffentlich ist das nicht zu laut. Ja, boah, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts, außer ein paar Umrisse. Ah, oh, eine Kiste. Seit wann steht die denn da? Ich sehe wirklich nichts. Waffenmodifizierung verfügbar. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, für welche Waffe. Ach nee, keine neue, sondern eine, die wir jetzt kaufen könnten. Mit dem Bergungsgut, das wir jetzt noch besitzen. Muss ich die jetzt bekämpfen? Ich brauche Hilfe! Was? Ach nein, nein, ich sterbe, ich sterbe. Oder? Wie haben die mich denn jetzt entdeckt? Okay, jetzt reicht's jetzt. Den ersten haben wir. Die haben da wirklich Wölfe. Den zweiten. Den dritten. Der hat, okay, der hat einen Helm. Und den vierten. Und die haben wirklich Wölfe. Oder Hunde. Nein, das sind Wölfe. Aber mit Wölfe meine ich auch wirklich Wölfe, denn hier waren wirklich zwei. Wo ist denn der andere? Ach, da hinten. Mhm. Vier Stück waren das auch noch. Plus zwei Wölfe. Krass. Ich glaube, so wie wir jetzt vorgegangen sind, war schon viel besser. Etwas Zeit für sich verlassen sie den Wald durch die Wolfshöhle. Von 10 Pilzen gesammelt. Okay. Ich muss sagen, hier in der Höhle ist es heller als draußen. Was ein wenig komisch ist. Aber mir ist auch mal aufgefallen, viel weniger Laternen und Fackeln stehen momentan auch rum. Ich glaube, genau das ist der Grund, weshalb es so dunkel wirkt. Oder weshalb es so dunkel ist. Huch. Falsche Waffe, Lara. Na, ist auch die falsche. Das ist die richtige. Einfach, weil so wenige Fackeln und Laternen stehen. Und. Einmal. Ja, das war schön. Was ist das hier? Ein Rätsel. Ja, trotzdem. Ja. Wölfe. Wie die im Wald. Ach, jetzt sind hier Wölfe drin. Gezüchtet? Werden die hier gezüchtet? Ich weiß nicht. Oh, da sind welche drin. Oha. Ja, hier, ich glaube, hier sind noch viel mehr. Nur ich sehe halt nichts, weil hier nirgends. Hier ist. Ich weiß gar nicht, woher hier überhaupt ein bisschen Licht reinkommt. Hier müsste es eigentlich komplett dunkel sein. Hier sind nämlich überhaupt gar keine Fackeln. Genau das fehlt. Irgendwie haben die vergessen, hier Fackeln zu setzen. Sonst waren immer in solchen Räumen Fackeln. Haben sie vergessen? Mal ganz ehrlich. Haben sie sich auch gedacht. Oha. Oha. Die sind alle rot markiert. Haben sie sich auch gedacht. Ja. Hoppala. Da haben wir die Fackeln vergessen. Hoffentlich werden die jetzt gleich nicht alle befreit. Nö, warum sollten die? Jetzt kannst du da hoch? Ah, das geht wieder auf Zeit.
Ach, da muss ich jetzt erstmal einmal hier. Das habe ich noch im Blick. Das habe ich noch im Kopf. Hab mir jetzt mal die Umgebung ein bisschen eingeprescht. Das heißt so. Ist das ein Hirsch? Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ja, hoffentlich. Da wir die Hunde jetzt am Leben lassen. Ich möchte sie jetzt gar nicht so wirklich töten, obwohl die sind ziemlich... Ja, sie sind eingefangen. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt machen soll mit den Hunden. Ja. Bei den gefangenen Menschen war das ja eine recht leichte Entscheidung, weil sie ja darum gebettelt haben. Ich weiß nicht, was die Hunde von mir wollen. Ja, wenn sie uns nachher angreifen, weiß ich Bescheid. Oh. Dann weiß ich nämlich Bescheid, dass die sauer auf uns sind, dass wir sie nicht umgebracht haben. Oh, huh. Holla, Mensch. Du machst mir aber heute, ey, heute machst du mir echt die Hölle heiß, weißt du das? Ziemlich langer Gang. Ist immer sehr beunruhigend. Oh, Fledermäuse. Batman. Okay, ich glaube, unser T-Shirt sehe ich jetzt gerade mal so, wo wir jetzt uns hier durchschleichen. Geht, da sieht man es. Unser T-Shirt geht so langsam kaputt. Super. Rechts oder links? Wir müssen nach rechts. Dann gucke ich mal, was wir hier finden. Ein bisschen Licht. Nee. Quatsch. Oh, ah, ein Abgrund. Ah, so. Mehr nicht? Nein. Alles klar. Da hinten sieht so aus, als käme ein bisschen Licht durch. Ich komme Licht. Oh ja. Oh ja. Oh nein, endlich. Die Sonne. Wie kann das sein? Auf der anderen Seite vom Berg war noch der Mond. Und hier ist die Sonne. Ach, egal. Ich meckere jetzt großartig gar nicht. Oh, das sieht doch schon mal viel besser aus. Abgesehen davon, dass da hinten irgendwie alles kaputt ist und brennt und raucht. Ah. Oh, hier ist nichts. Alle hopp. Heute, Leute. Das liegt an der Wärme, glaube ich. Heute ist... Ich weiß nicht, was heute los ist. Jetzt stell dich mal bitte genau daneben und... Ja, das hat funktioniert, genau. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Mach ich doch immer. Naja, außer dass wir heute ein paar Mal gestorben sind. Aber darüber reden wir jetzt einfach nicht mehr, weil ich... Ach, das deprimiert mich. Finden Sie einen Weg hinunter zum Strand. Einfach runter. Okay. Einfach runter steht da. Der Titel unserer Mission lautet einfach runter. Einfach runter. Okay, warum ist da... ja, ich... Okay, ich bin bereit. Ach, ich kann gar nicht schießen dabei. Oh nein, warum ist da ein explosives Fass? Da ist immer noch ein explosives Fass. Hallo Fass. Wieso sind Sie hier? Haben Sie irgendwas zu tun? Irgendeine Bedeutung? Ich bin mir unsicher. Oder waren wir hier schon mal? Ja, hier ist auf jeden Fall... Ja, das ist... Ach, hier waren wir schon mal. Von dort hinten halt Roth. Oh nein, Roth. Nein. Nein. Geheult wird später. Und da oben war die Brücke, wo er uns geholfen hat, rüberzukommen. Hopp. Mhm. Es ist so ruhig. Was ist da hinten? Okay. Bitte runter. Das sind Pfeile. Ach, natürlich, voll. Hier sind wir damals auch rübergesprungen, als die Brücke eingestürzt ist. Ja. Ja, das stimmt.
Und was habt ihr hier für eine Bedeutung? Darf ich mal einsteigen? Ach ja, wir sollen ja runter. Stimmt. Yay. Transportgondel. Aktuelle Position. Okay. Wir müssen doch da lang, oder? Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Finden Sie zum Lager der Überlebenden. Einfach runter. Okay. Einfach runter haben wir ja gemacht. Aber anscheinend sind wir noch nicht ganz unten. Ja, die Sonne scheint immer noch. Das wäre jetzt echt seltsam gewesen. Wenn wir einen ganzen Tag lang mit der Gondel gefahren wären. Oh, ich glaube, ich sollte... Nein, ich... Oh, nein. Oh, wow, wie habe ich das gemacht? Nein, jetzt bleibt die einfach stecken. Oh, nein. Das ist doch... Das ist, oder soll ich vielleicht doch darüber? Ach, ich sehe. Hm, ich sehe schon. Ah, ob das hält? Es hat gehalten. Hätte ja auch anders ausgehen können. Alle hopp. Ah, da ist eine Leiter. Und da haben wir noch mehr Zeugs. Ah, was ist das hier noch? Noch mehr Munition. Einmal alle hopp. Oh, was ist das denn? Das ist ein... Das soll ein Schiff sein? Die bauen Schiffe in der Luft? Ah, okay. Es ist zu ruhig. Ja, also ganz ehrlich, ey, heute freut es mich mal. Ansonsten ist Action super. Finde ich echt klasse. Aber heute habe ich so das Gefühl, am besten jetzt nie mehr so viel Action, damit ich jetzt auch nicht mehr so oft sterbe. Beim nächsten Mal hoffentlich ist das nicht mehr so. Ja, aber ich glaube, da unten auf dem Schiff erwartet uns eine große Überraschung. Aber ich weiß es nicht. Oh yeah, was? Das war ja klar. Was ist das da? Ja, aber so ist schon viel besser. Hier, guck mal, zack. Und zack. Okay, der hat einen Helm. Jetzt kann ich auch wieder hier hin. Den da muss ich ausschalten, sonst wirft der... Sonst wirft der wieder hier welche... Ah. Jetzt habe ich ihn aber. Oh! Boah! Komm schon, mehr habt ihr nicht drauf, Lara. Heute ist nicht so mein Tag, also... Ich bitte dich. Reize unsere Gegner nicht. Oh, da ist ein Fass. Oh, da ist ein Knallfrosch. Leucht... Ah, wieder so ein... Ah, Leuchtfeuer. Leuchtpistole wurde abgeschossen. Ich müsste die eigentlich beim Rüber... gleiten, abschießen. Genau so. Und nochmal. Oh wow, was war das denn? Feuerfall? Und was ist jetzt los? Ach na, ach komm, ihr seid doch ein Spielverderber, ganz ehrlich. Oh, ich muss was machen, glaube ich. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Oh, ganz ehrlich, wie aggressiv muss man sein? Oh,
Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich hatte nämlich... Sei still, nein. Ganz sicherlich nicht. Boah, ist der verrückt, der Typ. Und, ah, schade, ich wollte gerade auf ihn schießen, aber ich durfte nicht. Ich kann meine Pistole nicht dazu bringen, zu zielen. Ja, ist klar. Ja, der hat Spaß dran, ne, weißt du? Oh, was muss ich drücken? Oh. Okay, 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 okay. Jetzt. Oh, super. Okay, okay, okay. Warten, 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 warten. Jetzt. Und schießen. Und springen. Oh. Das habe ich nämlich noch vorhin gesehen. Ah. Schade. Es war zu schön, um wahr zu sein. Dass ich das auf Anhieb verschaffe. Es war einfach zu schön. Okay, warten, 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 warten. Ach cool, es wird sogar ein bisschen langsamer als kleine Hilfe. Ach. Wie nett. Ich habe keine Munition. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Warten, warten. Ah, okay. Und schon wieder. Es hieß ja einfach runter. Haben wir ja jetzt gemacht. Wir sind einfach runter. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Aber wir einen schnelleren. Denke ich mir mal. Es sei denn, die hatten irgendwie eine Rolltreppe oder so zur Verfügung. Ach, da muss ich durch. Ich denke mal, die haben eine Rolltreppe gehabt. Oder einen Aufzug, der durch den Berg führt, direkt unten ankommt. Und wir werden natürlich wieder beschossen, wie verrückt. Ah. Oh, abrollen! Wo sind sie jetzt? Oh, das sieht auch cool aus hier. Aber alles so schräg, die ganzen Schiffe. Hätten wir vielleicht hier gerade mal Strand mit Schiffswrack. Mit ein paar Schiffswracks. Da hätten wir noch ein bisschen Bergungsgut. Sammeln wir das auch mal auf. Oh, ich sehe gerade, hier kann man sich noch schön umgucken. Da oben sehe ich auch noch was. Aber ich glaube, da unten sehe ich ein Lagerfeuer. Da möchte ich jetzt als erstes hin, bevor wir uns hier noch weiter großartig umgucken. Aber die Umgebung finde ich gerade echt cool. Da unten. Das gefällt mir. Das sieht richtig nice aus. So, mal gucken, ob ich jetzt in Ruhe es schaffe, bis zum Lager zu kommen. Na... Bin mir nicht sicher. Okay, ich hab's geschafft. Okay, dann sage ich auch ab der Stelle mal tschüss und ja. War heute ziemlich chaotisch, muss ich sagen. Einfach, weil es so dunkel war und niemand Fackeln aufgestellt hat. Ja, dann sind wir ein paar Mal gestorben. Also heute war echt die Todesfolge. Und ja. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich konnte euch unterhalten und ja, bis zum nächsten Mal zu Tomb Raider. Tschüss. Bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.